Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Wisst ihr, was vor 3 Jahren ungefähr war? Ich bin da Level 40 geworden. Das war ungefähr vor 1 Woche und 3 Jahren. Wollte eigentlich zum Jahrestag eine Reaction machen auf ein Video, wo ich Level 40 geworden bin. Uncut, die letzten 15 Minuten hatte ich damals hochgeladen. Grüße gehen raus an Michi und Adnan, die waren live mit dabei. Da waren wir in Michis Auto, damals auf Schloss Oberschleißheim. Ja, war eine geile Zeit und ja, ich habe es zeitlich nicht geschafft. Ist was dazwischen gekommen. Aber jetzt ist ein guter Kollege, der Dimi, endlich Level 40 geworden. 3 Jahre nach mir. Ich bin mittlerweile kurz vor 16. Ja, 16 mal Level 40. Und er hat es jetzt besser später als sie auch endlich geschafft und ist jetzt Level 40 geworden. Dementsprechend heute ein Video über zu Level 40. Eine Reaction an sich lohnt sich jetzt nicht wirklich. Ich blende das hier oder ich schaue mir das gleich nochmal an. Der Moment, wo ich Level 40 geworden bin. Und dann ging halt ein bisschen noch was drüber, weil mir ist so eingefallen, ich habe echt eine Menge darüber zu erzählen. So eine deepe Story auf jeden Fall. Bisschen so, was ich euch auf den Weg mitgeben kann, meine Erfahrung. Ist komischerweise tiefgründiger, als man es erwartet. Level 40 ist zwar ein klasse Moment, aber das war es auch schon. Aber ich habe echt ein bisschen was zu erzählen. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch noch erinnert, wann ihr Level 40 geworden seid. Und ob ihr mich damals schon kanntet, weil viele schreiben immer, boah, ich kenne dich schon voll lange, dies, das. Aber glaube ich euch nicht. Ich blende das mal neben mir hier ein. Ich schaue mir das mal hier an. Ach, die P4 noch. Und ich musste die ganze Zeit auf Adnan warten. Der wollte unbedingt gleichzeitig Level 40 werden. Damals auch an dem Führerspot da. Und die Arena. Das alte Arena-System. Und auch damals mit den ganzen WhatsApp-Nachrichten, die immer aufgetaucht sind. Episch. Der Level 40 damals war schon echt krass. Level 40. Alles viermal bekommen. Ja, Mann. Level 40. Historischer Kontext. Das war ein Battle gegen Spieler drin, komischerweise. Ich hatte ihn damals random herausgefordert. Ich wusste damals nicht mal, wer er ist. Ich habe damals nur American YouTube und sowas geschaut. Und ich hatte ein Video damals hochgeladen, wo ich Level 39 geworden bin. Und da gesagt habe, ich glaube, ich werde versuchen, beim Event jetzt dann Level 40 zu werden. Das war Oster-Event. Das war das zweite Event, wo es Doppel-EP gab. Beim ersten Event, das war Halloween 2016, da gab es Doppel-Alles, Doppel-Staub, Doppel-EP und Doppel-Bombe. Und Ostern war das erste reine Doppel-EP-Event. Für Fangen und Entwickeln. Und es gab auch im Shop ein Angebot, damals gab es noch keine Boxen und sowas. Es gab das erste Angebot, Glückseier reduziert, 50%. Damals gab es noch das große Paket und das einfach reduziert die Hälfte. Ich habe so viele gekauft, wie es ging. Über 100 Glückseier oder so damals. Und dann habe ich gesagt, yo, ich glaube, ich werde versuchen, in dem Event Level 40 zu werden. Und dann haben ganz viele Leute geschrieben, yo, Spieletrend ist auch Level 39, der ist auch auf dem Weg zu Level 40, battle ihn doch, dies, das. Und wie gesagt, ich wusste nicht mal, wer er ist, aber ja, ich habe einfach gesagt, Ansage an Spieletrend, wer auch immer du bist, komm. Und dann habe ich halt gesehen, dass er richtig krasser Player ist. Mit seinen damals schon über 200.000. Ich hatte nicht mal, ich glaube, um die 1.000, nicht mal 2.000 auf jeden Fall. Random herausgefordert, Ansage, komm, Battle auf Level 40. Und ja, komischerweise, vielen Dank, hat er angenommen. Ich habe ganz knapp gewonnen. Einen Tag, glaube ich, Vorsprung, einen halben Tag oder sowas. Man braucht ja von Level 39 auf Level 40 5 Millionen EP. Und das Event lief damals eine Woche. Das heißt, pro Tag eigentlich nicht mal 1 Million, aber ich habe dann pro Tag ein bisschen mehr als 1 Million gemacht. Was für heutige Verhältnisse eigentlich normal ist, aber damals, das meiste, was ich jemals gemacht habe, war, glaube ich, 300.000-400.000 EP am Tag. Also, das war schon krass. Aber jetzt kommt der tiefgründige Teil. Ihr wisst ja, damals habe ich mit meinen Freunden angefangen, mit denen ich Yu-Gi-Oh! Gespielt habe. Und dann haben wir angefangen, Pokémon Go zu spielen. Und die waren halt natürlich Feuer und Flamme, weil Hype und die Stars und die sind halt Mitläufer gewesen und haben das halt gezockt. Und dann halt natürlich ein bisschen weniger, weil der Hype vorbeigegangen ist und Winter und sowas. Aber ich bin halt drauf hängen geblieben, offensichtlich. Und das hat dann auch was damit zu tun, warum Pinsir mein Lieblings-Pokémon ist. Ich sag ja immer, das ist ein Zeichen, ist hat sentimentale Bedeutung für mich. Pinsir an sich ist mir vollkommen egal. Es repräsentiert nur etwas, und zwar eine Art Unabhängigkeit, die ich damals bekommen habe. Ist schwer zu erklären. Ich habe das damals auch schon mal erklärt, aber irgendwie nicht richtig oder falsch oder was weiß ich, aber es kam auch viele negatives Feedback. Ich versuche es nochmal zu erklären jetzt.
zwei, drei Jahre später. Hoffentlich bin ich jetzt wortgewandter. Situation war damals folgende. Die hatten halt nicht mehr so viel Spaß und ich war immer noch Feuer und Flamme. Es hat nicht mal richtig angefangen. Also meine Flamme war gerade erstmal so ein bisschen auf Stufe 3 oder sowas. Nicht mal Stufe 9. Aber diese waren schon, deren Flamme ist schon runtergegangen. Und ich hatte halt da aufgehört, immer weniger mit denen zu machen, weil die waren halt nie am Start. Und ich wollte halt immer mehr und immer mehr zocken. Und ich habe halt neue Leute kennengelernt. Leute, die genauso fasziniert für das Spiel waren. Feuer und Flamme. Und mit denen habe ich halt immer mehr gemacht. Natürlich, weil, wieso nicht? Mit Leuten, die genauso viel Spaß an dem Spiel haben. Wenn nicht sogar mehr, weil ich war damals auch richtig Noob. Und die hatten noch mehr Spaß und haben mich immer gepusht. Und genau das ist die Sache. Und zum Beispiel jetzt mit Level 40. Ist ein krasser Moment. Man macht einen Screenshot, man will es mit seinen Freunden teilen, man will es in den ganzen Gruppen teilen und sowas. Habe ich nicht gemacht. Wieso? Weil ich wusste, dass von denen nur negatives Zeug kommt. Ich wusste, keiner von denen schreibt, boah geil, Glückwunsch, krasse Sache. Was halt eigentlich normal ist, wenn man Level 40 reicht. Ich wusste, dass sie schreiben werden wie, boah du Freak, wie kann man so viel Zeit mit Pokémon Go verschwenden und sowas. Weil die sind natürlich komplett abgefallen. Für die war es unvorstellbar, dass man an einem Tag 1 Million EP machen kann. Für die mir immer noch unvorstellbar. Aber wisst ihr, was ich meine? Damals waren sie ja krass, wo sie 100.000 EP gemacht haben, aber dieses Level habe ich schnell überschritten und wie gesagt, ich habe Leute kennengelernt, die mich noch höher gepusht haben und die sind halt auf der Strecke geblieben. Und ich wusste, da kommt nur negatives Zeug. Wir waren halt zufällig alle in einer Pokémon Go Gruppe und da haben mir alle gratuliert, alle, boah geil, dies, das. Meine neuen Freunde halt sozusagen, die Pokémon Go Freunde. Die mich immer weiter gepusht haben, mit denen ich gerne gespielt habe. Und das haben natürlich auch die anderen gesehen, meine normalen Freunde, also die. Und dann haben sie in der Freundesgruppe geschrieben, natürlich das, was ich erwartet hatte. Negatives Zeug natürlich nur. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was will man mit solchen Leuten? Das ist natürlich überspitzt dargestellt, natürlich, weil das sind natürlich immer noch meine Freunde. Aber nur weil du Leute lange kennst oder dass deine Freunde sind, heißt nicht unbedingt automatisch, dass sie gut für dich sind. In dem, was du machen willst, in dem, was du erreichen willst. Ob du einen Traum hast oder sowas. Nur weil das deine Freunde sind, die du schon lange kennst, heißt nicht, dass sie dir dabei helfen werden, diesen Traum oder was weiß ich zu erreichen. Manche Freunde hat man ja nur, weil man mit denen in derselben Klasse irgendwie gelandet ist. Heißt ja nicht, dass die irgendwie irgendwann mal auch erfolgreich werden. Das heißt, wenn du irgendwann mal deinen eigenen Weg gehen willst, egal was, beruflich, ob du MMA-Kämpfer werden willst, ob du Skateboarder werden willst, ob du Pokémon-Trainer werden willst, ob du YouTuber werden willst oder dies, das. Heißt ja nicht automatisch, dass jeder Freund gut für dich ist. Heißt ja nicht, dass jeder Freund, den du hast, auch erfolgreich sein wird und dich weiter pushen wird. Man sagt ja immer, Iron sharpens Iron. Krasse Leute umgeben sich mit krassen Leuten. In dem Gebiet zum Beispiel. Man ist ja aus anderen Gründen mit jemandem befreundet. Nicht, weil jeder von denen auch krass wird. Oder krass werden will und jeder motiviert und ambitioniert ist oder sowas ist. Ich habe viele Freunde, ich bin hier im Norden aufgewachsen, von München, hoher Ausländeranteil. Und ich habe Freunde, die haben keinen Abschluss. Also ich war auf dem Gymnasium, aber die haben 2-3 Mal Studium angefangen, abgebrochen. Ich habe einen Kollegen, der hat jetzt gerade erstmal wieder eine Ausbildung gefunden. Ich habe einen Kollegen, der hat jetzt erst sein Studium fertig gemacht. Also sind zwar meine Freunde, aber Loser im Leben. Und allgemein Loser. Ist jetzt nicht böse gemeint. Ich habe das damals auch irgendwie so negativ gesagt, aber ich weiß nicht, wie ich es anders erklären kann. Das ist halt echt nicht negativ gemeint, aber nur weil es deine Freunde sind, heißt es nicht, dass du mit denen erfolgreich wirst. In einer bestimmten Sache. Was diese Sache jetzt ist, ob es Pokémon Go ist oder irgendwas anderes, das kannst du ja beliebig austauschen. Weil viele haben sich damals auf den Begriff Pokémon Go aufgehangen. Das kann man beliebig austauschen. Es ist egal, worin du erfolgreich sein werden willst, worin du deinen Weg gehst, nicht jeder wird dich dabei unterstützen. Und nur weil das deine Freunde sind, heißt es nicht automatisch, dass die dich pushen werden in dem, was du machst. Es wird auch viele geben, die dich runterziehen. Und das muss ich halt, das ist mir halt damals bewusst geworden. Und da habe ich so eine Art Unabhängigkeit von denen entwickelt. Und das repräsentiert zum Beispiel das Pinsir. Und das ist halt die Story hinter dem Level 40 werden. Anerkennung kommt immer erst mit dem Erfolg. Am Anfang wird so viele Nein-Sage und Runterzieher geben. Egal, was du machst. Wie gesagt, egal, was du machst. Und ich will euch mitteilen, alle, die noch ihren Weg gehen werden, von meinen jüngeren Zuschauern und dies, das. Wenn ihr irgendwas starten werdet, wenn ihr irgendwo irgendwie krass werden wollt,
durchstarten wollt, dann wird es solche Leute geben. Und auch eure Freunde werden unter diesen Leuten sein, die euch runterziehen werden. Ja, und das muss einem erstmal bewusst werden. Ich hatte halt diese Leute, Pokémon Go ist jetzt nichts allzu Besonderes, ob man jetzt sagen, krass wird oder nicht, ist ja natürlich eine Nebensache. Klar, ich hatte noch YouTube und sowas, aber ich hatte halt immer mehr Spaß an dem Spiel und ich hatte halt Freunde, anstatt zu sagen, yo, zieh dein Ding durch, mach weiter so, dies, das. Und yo, lass uns das machen. Anstatt Leute, die mich pushen und motivieren, waren das halt Leute, die mich runtergezogen haben. Stattdessen habe ich aber Leute gefunden, die mich weiter pushen, die immer sagen, yo Hong, lass uns farmen, yo Hong, komm noch eine Runde. Und ich bin immer nach Hause gegangen und jeder so dann, was, du gehst schon, komm noch eine Runde und so. Die haben mich weiter gepusht und motiviert und sowas. Und solche Leute muss man natürlich finden, egal was man macht. Weil wie gesagt, die Anerkennung kommt erst, wenn du erfolgreich bist. Bis dahin, obwohl man eigentlich dasselbe macht, beziehungsweise am Anfang muss man ja eigentlich sogar mehr machen, da braucht man eigentlich die Unterstützung und den Zusammenhalt und die Motivation. Aber da geben die wenigsten Leute einem Hilfe und motivieren einen. Erst wenn die sehen, oh, da läuft's, dann sagen die, oh ja, krass, was du da machst, mach weiter so. Aber bis dahin ist es schon zu spät, bis dahin hat man es ja schon geschafft. Am Anfang, da braucht man die aufmunternden Worte und den Push. Und das sind die wenigsten, die einem das am Anfang geben. Ich habe zum Beispiel früher gepokert. Ganz, ganz, ganz früher. Und natürlich gab es dann auch wieder dumme Kommentare, dass ich halt viel Zeit vor dem PC verschwende. Und erst als ich meinen ersten großen Gewinn hatte, ich bin Dritter bei einem Turnier geworden online, habe $8,000, glaube ich, damals gewonnen. 7, irgendwas waren das, glaube ich. Erst hätte, glaube ich, fast 20.000, irgendwie sowas gewonnen. Und ich bin echt bitter ausgeschieden. Ich hätte Erster werden können. Und nachdem jeder gesehen hat, boah, Hong zieht online durch, er kann da schon gewinnen und sowas, er macht eine Menge Geld. Erst da kam dann die Anerkennung. Wenn ich dann gesagt habe, yo, ich kann nicht, ich poker heute, hat keiner dann dumm gelabert, sondern verstanden. Und auch Anfang YouTube. Wenn ich jetzt sage, ich muss ein Video drehen oder ich gehe zocken und für Videomaterial oder so, keiner gibt mir irgendwelche dummen Kommentare. Jeder versteht, okay, klasse, er muss jetzt ein Video drehen, verstehe ich. Das ist Arbeit. Aber wenn ich 50 Abonnenten habe, muss ich dasselbe immer noch machen. Ich muss immer noch rausgehen, Video drehen, das schneiden. Ich muss dieselbe Zeit, wenn nicht sogar mehr investieren. Und da sagen die Leute dann, Digga, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Obwohl man da eigentlich die Motivation braucht und gerne hören will, yo, Digga, geil, was du da machst, zieh durch, Mann, das wird schon. Aber nee, das kommt erst, wenn man erfolgreich ist. Und das ist halt das Traurige. Deswegen für alle, die jetzt da draußen anfangen, ihren Weg zu gehen, lasst euch auf jeden Fall nicht unterziehen. Ich hoffe, ihr habt das diesmal besser erklärt als beim letzten Mal, weil das letzte Mal habe ich echt, glaube ich, ein bisschen Hate dafür bekommen, dass ich schlecht über meine Freunde geredet habe. Klar, am Ende des Tages sind es immer noch meine Freunde, aber in dem, was ich erreichen will, waren die halt nicht gut für mich. Man kann immer noch gemeinsam chillen, gemeinsam gammeln, Döner essen, aber in dem, was ich erreichen will, haben die keinen Platz gehabt. Die haben mich nur runtergezogen und ich habe mich von denen gelöst, getrennt. Bildlich gesprochen kann man zum Beispiel sagen, du versuchst einen Berg zu erklimmen. Ob der Berg jetzt Erfolg ist oder was weiß ich, Gewinn von irgendwas, von einem Turnier oder sowas, egal. Der Berg, die Spitze des Berges ist einfach dein Ziel. Und alleine kann man es schon irgendwie schaffen. In der Gruppe ist es natürlich leichter, wenn jeder sich unterstützt und hochzieht und sowas, ist natürlich am leichtesten. Aber wenn ihr eine Gruppe seid und du alle anderen hochziehen musst, weil wenn man bergsteigt, ist man ja immer aneinander gebunden und sowas, keiner von denen mitzieht, sondern du der Einzige bist und dann auch noch die Last der anderen hochziehen musst, dann ist unmöglich, dann schaffst du das nie. Außer du bist der Allerkrasseste der Krassesten. Aber ja, das alles repräsentiert Level 40 für mich. Ich meine, damals hat es so langsam angefangen, wir haben YouTube einfach so Spaß gemacht und damals hat dann angefangen, mehr Klicks, mehr Interesse von den Zuschauern und sowas. Und ich wollte halt durchziehen. Ich habe gesehen, das macht mir Spaß und ich will mehr machen. Und anstatt halt, dass Zuspruch kommt, wie, ja, Digga, mach dein Ding, wir helfen dir dabei oder auf uns kannst du bauen, boah, geil, mach das, geile Sache und sowas, kommt halt Negatives. Und das braucht man halt nicht im Leben. Abschließende Worte, zieht euer Ding durch, Leute. Lasst euch nicht von irgendjemandem runterziehen. Auch wenn es eure Freunde sind, wenn die euch nicht gut tun, zumindest in dem Aspekt. Wenn man in irgendwas krass werden will, durchstarten will,
Da muss man Zeit und Mühe und Fleiß investieren. Was erwarten Leute, dass man von einem Tag auf den anderen krass wird oder sowas? Das Leben ist schon schwer genug. Da brauchst du nicht noch Leute, die dich runterziehen. Aber genug. Das war's von mir, Leute. Ich hoffe, ich kann irgendjemanden mit diesen Worten, mit meiner Geschichte, mit meinen Erfahrungen motivieren. Und ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.